Moin ihr Lieben, wir sind heute wieder bei Möbel Weihrauch und absolvieren heute unseren zweiten Praktikumstag. Nachdem wir letztes Mal schon den Azubis über die Schulter gucken durften, sind wir heute in der Abteilung Marketing und Einkauf. Und Kai Löscher und Christian Marke erwarten uns schon und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ja, ich sitze jetzt hier mit Christian, der ist für die Verwaltung des Einkaufs zuständig. Und was genau heißt das denn? Ja, das heißt eigentlich das, was unsere Abteilungsleiter in Zusammenarbeit mit unserem Ein- und Verkaufsleiter Herrn Kai Weihrauch für das Möbelhaus einkaufen. Das muss ja verwaltet werden. Artikelanlage, Stammdatenanlage der Lieferanten, Preisetiketten drucken, Kalkulation, Preislisten, alles das, was unsere Verkäufer dann für den Verkauf brauchen. Das wird hier in der EDV hinterlegt und ist dann übers Netzwerk für jeden abrufbar. Da bist du also der Vollprofi und ich weiß auch, dass du schon so ein Weihrauch-Urgestein bist eigentlich. Das ist richtig, genau. Wie lange bist du denn schon hier und was hat sich so groß verändert für dich? Ach ja, eigentlich vieles. Ich bin seit 35 Jahren hier, habe gelernt, erst 2 Jahre Verkäufer, dann ein Jahr Einzelhandel und dann stand für mich die Entscheidung an, Verkauf oder Verwaltung. Ich habe mich für die Verwaltung entschieden. Das hat mir immer hier gefallen. Ich bin Ofenerdieker, also ich wohne in Ofenerdiek, ich treibe meinen Sport in Ofenerdiek und ich arbeite in Ofenerdiek, habe beim Firmengründer Alfred Weihrauch gelernt. Später dann beim Vater des jetzigen Geschäftsführers Michael Weihrauch bei Horst Weihrauch und jetzt wie gesagt bei Michael und Kai und es gefällt mir gut, die Kollegen sind nett, ich habe viele Kollegen, viele Abteilungsleiter kommen und gehen gesehen, viele haben mich gesehen und kennengelernt und es war immer toll, hat immer Spaß gemacht und es macht immer noch Spaß und ich denke mal, Arbeit muss Spaß machen und dann kommt man hier auch gerne her. Wir gehen jetzt mal rüber ins Marketing, denn das, was hier eingekauft wird, das muss ja auch wieder verkauft werden. Wir haben jetzt hier schon ein Weihrauch-Prospekt liegen und wir gucken mal, wo der herkommt. Kai, wir kennen uns ja schon von unseren früheren Drehs. Du warst ja auch mal mit dabei. Richtig. Schön, dass du jetzt auch mal vor der Kamera bist. Ja, aber du bist ja nicht immer nur mit auf Drehs dabei, sondern machst auch was anderes hier. Ja, genau. Ich bin hier bei Weihrauch als Werbe- und Marketingleiter eingestellt. Kümmere mich halt darum, dass die Leute draußen unsere schönen Möbel auch zu sehen bekommen. Also wenn es um die Prospekte geht, um Flyer, um Anzeigen. Das planen wir halt bei uns sogar im Haus, haben das nicht extern vergeben. Und mache ich zusammen mit meiner lieben Kollegin Antje, die ist für die Grafik zuständig. Die gestaltet eben die Prospekte so ein, wie du jetzt auch in der Hand hast. Und wahrscheinlich auch ja, Plakate. Genau, solche Plakate, genau. Das kann ich halt nicht so besonders gut, da hat sie das bessere Auge für. Ja, und das machen wir eben alles hier bei uns im Haus und vergeben das gar nicht nach draußen. Was gefällt dir denn an deinem Job am besten? Ja, also am besten ist wirklich, dass wir, dass ich mich frei entfalten kann, dass ich viele Freiheiten habe und halt wirklich ja, einfach schauen kann, das, was ich denke, was am besten für Weihrauch auch umsetzen kann. Ne? Also das ist schon super, weil die Hierarchien natürlich in so einem Familienunternehmen relativ flach sind. Mhm. Ich bin da immer im stetigen Austausch mit Kai Weihrauch und ja, das macht einfach Spaß. Ne? Mhm. Also es ist einfach vielfältig und umfangreich. Schön, auch kreativ. Ja, richtig, genau. Und da ist nämlich auch schon die Dritte im Bunde, die Ann-Christine. Die kümmert sich bei uns um Social Media und um den Shop und fotografiert wahrscheinlich gerade für Instagram. Oh, ich würde sagen, dann gucke ich doch einfach mal kurz, was sie so macht. Wir sitzen jetzt hier nochmal mit der ganzen Marketingabteilung und sagen nochmal Danke, dass wir heute bei euch sein durften und hoffen, wir haben uns auch ganz gut geschlagen. Ja, und wir sind ganz gespannt, wo wir beim nächsten Mal eingesetzt sind und freuen uns schon drauf und sagen jetzt erstmal